Ich hab ne Kiste. Breakdance. Hey, Leute. Hey. Hi. Auch hier? Nee, irgendwie ja nicht so. So, weiter geht's mit dem Let's. Guck die Wand an. Alter, wie schnell hast du gerade die Tür zugemacht? Hm? Dann machst du auf. Na. Ich bin dafür nicht verantwortlich. Nein. Habt ihr alle Unsterblichkeit deaktiviert? Ja, soweit ich weiß. Weil ich hätte es eben noch an. So, dann wollten wir unser Haus weiterbauen. Oder unsere Häuser. Oder willst du jetzt, dass wir alle in dem Haus wohnen? Für immer. Nein. In dem kleinen Haus. Da. Das wird meins. Ja, hier wohnen wir dann für ewig drin und werden hier drin alt und sterben. Ja, das bist du ja jetzt schon alt und stirbst, also. Nein, ich bin nur ein blauer Typ in einem schwarzen Anzug. Du bist schon blau, weil du so alt bist. Das hat ja Sinn gemacht. Ja. Und vor allem, weil du pink bist. Ha, das hab ich dir gegeben. Ja, das war richtig, richtig heftiger Diss. Dislike. Du bist Pink Boy, das hab ich dir gegeben. Ich hab Krebs, das hab ich dir gegeben. Politisch inkorrekt. So, hier ist überhaupt nichts politisch inkorrekt. Das ist das ist deutsch unkorrekt. Okay, das war jetzt wirklich inkorrekt. Das ist Standard hier. Ich hab meinen Standard. Hast du einen Führerschein? Scheiße, mach ich auch nicht. Blob. Kann ich nicht sehen, was du machst. Ja, wenn ich das mal wüsste. Es will auch keiner sehen, was du machst. Oh, doch, das will jeder sehen. Also, was Luca macht, ich höre ein liebes Monster. Ist das Luca? Nein, es ist Mauern. Es ist Hallo Mauern. Nein, es ist ein Zombie hinter der Wand. Sag ich doch, Mauern. Also wenn Mauern so eine Farbe hat, dann. Wie, ist es ungesund? Das esse ich doch immer. Also, gesund. Dementsprechend sieht man dann halt auch aus. Nee. Die Essmauer haben wir überhaupt nicht, das mag ich nicht mehr. Och, es geht. Ich hab schon lange nicht mehr gegessen. Wie schmeckt das überhaupt? Schmeckt das nach Leife? Nach Gummibärchen. Wir sind alle sehr leise. Ja, das. Ich weiß auch nicht, wir müssen erstmal reinkommen. Nein, nicht so. Was haben wir das gesagt? Nein, aber ich hab's schon gehört. Wenn ich nichts sag, hörst du was? Ja, ich wollte erst was sagen, als du was gesagt hast. Ja, aber. Woher weiß ich dann, wann du was sagen wolltest? Das weiß ich auch nicht. Was? Wir sollten damit aufhören, wir bringen uns selbst um durch unsere Verwirrung. Was? Hilfe! Scheiße. Hilfe, ich bin verwirrt, ich muss sterben. Hilfe, ich bin dumm. Bitte tötet mich! Komisch, genau in dem Moment springe ich in die Lava. Logisch. Bist du in der Höhle? Ja, jetzt nicht mehr. Oh, hat geleckt gerade. Du bist halt zu Tode gebrannt und nicht zu Tode in der Lava getrunken. Ich bin jetzt hier am Spawn von dem Dings-Teil. Dann ja, mach MVTP. Weiß ja. Ja. Genau. Ist halt so, wenn man auf dem Public-Server spielt. Ich mach vor, die Leute werden hier spawnen, oh Gott. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Das ist toll. Wo bin ich? Ich bin in mir. Ich habe einen Kürbis gefunden. Oh, bring mit. Ist auch so nützlich. Das ist nützlich. Was machst du da eigentlich? Ist der Breakdance vor der Kiste? Breakdance? War so ein Anmachtanz? Ich habe eine Kiste. Breakdance. Ja, das mache ich immer. Also, ne? Breakdance-Kiste. Juhu. Das ist sogar ein Dachschweinchen. Toll, dann kannst du ja jetzt geschlachtet werden. Und jetzt wirst du geschlachtet. Wir brauchen noch ein zweites Schwein, sonst. Bringt das nicht viel, sonst ne? Sonst ist das so alleine, wenn es stirbt. Aber ich habe keinen Weizen, aber ich habe einen Samen. Oh. Ja, wir können ja mal was anbauen. Was denn? Weed. Also Weizen natürlich. Ach, ich
mag Minecraft. Das reicht sogar. Andererseits, hier treiben sich eine ganze Menge Schweine rum. Und? Ja, also wir werden wahrscheinlich erstmal keine Probleme mit der Schweinefleischversorgung haben. Nö, ich hab jetzt noch... Ich will sie schlachten, ich will sie streicheln, guck mal so. Ja. Ich hab's gestreichelt. Es rennt weg. Streicheln mit dem Schwert. Die Frage guck, meine Axt, ich will die streicheln. Die Frage ist, ob die Schweine sich von dir streicheln lassen wollen. Vor allem, was machst du hinterm Schwein, weißt du? Ich guck die Wand an und denke über dich nach, wie... Guckst die Wand an und denkst an Julian. Nein. Also ich denke, dass man... Wie kann man so sein? Und so. Was, wie kann man so sein? Sieht merkwürdig aus. Was habe ich hier überhaupt gerade gebaut? Weiß ich auch nicht. So. Ihr wollt euer Haus bauen, ne? Ja, ich besorge mir gerade Baumaterial. Dann könnt ihr auch jeder ein Bett nehmen hier. Ja, sofort. Ich muss ins... Hier kommt rein das Bett. Das war, Ja, ich komme rein, flieg mir ein Bett ins Gesicht, weißt du so. Das ist schön. Das macht vor allem überhaupt keine Schmerzen. Ja. So, wollen wir mal sehen, was mache ich denn mit meinem Haus hier? Ich reiß erstmal die Wände raus. Ich reiß mal mein Schwein aus dem Fleisch, naja. Mein Essen aus dem Ofen. Lalala. Lalala. Damit füllen wir jetzt die ganze Folge. Klar. Lalala. Nein, ich will das nicht. Achso. Dann irgendein anderes. Ja, ist okay. Da. Das ist da, schön. Da, mal, also da. Eine Glaswand reinzimmern, dann fühle ich mich wie in... Wie in anderen Einrichtungen. Guck mal, ich benutze die Tür, ich bin sozial. Wie in einer Glaserei? Eine Glaserei, ja. Ich hab grad 3 Blätter kaputt geschlagen und 4 Äpfel gekriegt. Du hast 3 Blätter. Blätter. Und ich weiß, es wird Nacht. Ich mach auch erst mein Haus gerade auf. Was? Versteh dich. Es ist Nacht und ich bin mal wieder irgendwo in der Wildnis unterwegs. Wie immer. Typisch. Tja, ja. Nur ich hab die Orientierung. Nein, ich bin super. Ups, ich habe nicht mal genug Stein für eine Spitzhacke, um mir Stein für ein Schwert zu besorgen. Ach, ich geh schlafen. Bin wieder gut vorbereitet. Ich hatte nämlich dieses Dings noch nicht rausholen, dieses... Dass das so merkwürdig ist, wenn man nur einer schläft, dass es ein Tag wird. Dann will ich mal raushauen. Achso, ich dachte, er hätte... Ach, egal. Ach, egal. Ach, egal, alles ist egal. Was, die Musik ein Ticken leiser? Auf 9. Was war denn das gerade? Ich bin so witzig. Ein Wasserloch. Mit Erde. Ein Wasserloch mit Erde. Warum gibt es Wasserlöcher mit Erde? Warum gibt es nicht Gesprächsthemen, die man gut führen kann? Ja, ich frag mich auch. Hier ist irgendwie gerade so ein bisschen merkwürdig heute. Ja, irgendwie... Nicht so toll. Nicht so social. Nicht so smooth. Was ist denn das hier? Also, Gesprächsthema. Schlag mal ins Bild. Kühe, Mann. Ja, der brüllt hier wie Kühe. Ja, Kühe, das sind so Tiere, die sind weiß und haben dann Flecken. Meistens schwarz oder braun. Ich dachte, die wären lila. Das ist Milka. Ja, aber auch nur, weil du in Essen wohnst. Nein, das wohne ich nicht. Ich wohne dort und... Das hätte ich erst verstanden, wen? Keine Ahnung. Du hast mich verstanden. Was? Du verstehst mich? Ich dachte, wir sprechen eine vollkommen andere Sprache. Und das Ding ist wirklich sehr leise. Echt? Ja. Finde ich nicht. Dann mach ich Ding sehr lauter. Das ist ein bisschen. Ist halt alles neu mit. Wir nehmen gerade mit TeamSpeak auf. Bereits erwähnt. Nein, das war ja eine Fail. Achso, ja. Channel editieren? Audio? Ja, wir hatten gerade eben eine Fail-Aufnahme. Die eine Minute lief und dann... Warte mal, wie macht man denn hier... bei... Ja. Ach da. Ja. Option. Sprachlautstärke, mal ein bisschen lauter. Sag mal was. Was? Ich hab mal gerade einen Freund gefunden, der brennt. Ah, das hört sich schon besser an.
Julian, okay. Sag mal was. Das hört sich besser an. Ich habe einen Freund gefunden, der brennt. Warum nicht? Darf es nicht? Ja, man sollte Freunde tolerieren, auch wenn sie brennen wollen.